Akrevis Invest wird Ihnen präsentiert von der Akrevis Bank. In der Wirtschaft geht es wieder aufwärts. Und wir werfen einen Blick auf die Europäische Zentralbank. Das ist der Börsenwochenrückblick heute mit dem Florian Keller. An der Schweizer Börse werden im Moment die Unternehmenszahlen publiziert. Wie geht es der Schweizer Wirtschaft? Der Schweizer Wirtschaft geht es gut. Viele Unternehmen haben sehr gute Zahlen können präsentieren. Man muss aber bei den Zahlen ein bisschen vorsichtig sein und die auch etwas differenzierter anschauen. Vor allem, wenn man das Ergebnis mit dem ersten Semester vom letzten Jahr vergleichen tut, wo die Corona-Pandemie das Leben und auch die Wirtschaft stark beeinflusst hat. Gehen wir ein bisschen ins Detail. Welche Unternehmen haben besonders für Schlagzeilen gesorgt? Da kann man sicher ABB und auch Sika erwähnen. Beide Firmen haben glänzende Zahlen präsentiert. Sika hat auch ein weiteres Mal ihre Wachstumsziele können erhöhen und auch ABB hat können bekannt geben, dass positiver gestimmt sind für das gesamte Jahr. Positiv gestimmt ist sicher auch das Management von der Pharma-Multis, Roche und Novartis. Das kann man sagen, die haben super Zahlen angelegt, oder? Ja, das ist richtig. Bei Roche sind die Umsätze deutlich besser ausgefallen als erwartet. Einzig die Marge im Pharma-Bereich hat nicht ganz überzeugen. Dann haben sie aber vor allem im Bereich Diagnostik mit Corona-Schnelltests sehr viel Geld verdient. Auch die Zweiquartalszahlen von Novartis waren sehr solid. Mit dem Aromahersteller Givaudan hat ein weiteres Unternehmen aus dem SMI Zahlen vorgelegt. Wie sind die herausgekommen? Auch hier sind die Ergebnisse sehr stark ausgefallen. Vor allem das organische Umsatzwachstum hat überzeugt. Givaudan ist unserer Meinung nach ein Qualitätstitel, der in ein Schweizer Aktienportfolio gehört. Die Qualität hat leider seinen Preis und darum ist der Kurs beziehungsweise die Bewertung des Titels schon recht hoch. Und zum Schluss noch ein Blick zu der Europäischen Zentralbank. Gibt es nach der EZB-Sitzung von gestern Neuigkeiten? Nein, da gibt es nicht. Im Euroraum bleiben die Zinsen weiterhin sehr tief und auch die Geldpolitik der EZB bleibt expansiv. Mit ihrem neuen flexiblen Inflationsziel von 2% haben sie aber in Zukunft mehr Möglichkeiten, um ihre expansive Geldpolitik weiterzuführen. Herr Keller, besten Dank. Dass wir am Wochenende nass werden, ist sehr wahrscheinlich. Wo das Gewitterrisiko am höchsten ist, das erfahren Sie da gerade als Nächstes. Danke fürs Interesse. Guten Start des Weekends. Auf Wiedersehen. Akrevis Invest ist Ihnen präsentiert worden von der Akrevis Bank.